Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um insgesamt drei bzw. zwei Toys. Und zwar bin ich einmal im Ashran BG und das können wir jetzt ab Patch 8.2 wieder betreten. Also sprich Ashran, den PvP-Kampf, den man ja damals schon in Warlords of Draenor hatte, wurde ja zwischenzeitlich rausgenommen. Und ja, ich denke mal, einige wissen das gar nicht, dass das quasi jetzt ein episches Schlachtfeld ist. Heißt, wir gehen hier ins Tool und können dann hier unter zufällige epische Schlachtfelder anmelden. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, dann kommen wir nach Ashran rein. Wenn wir hier drin sind, können wir uns bei einem Vendor verschiedene Toys kaufen. Und zwar haben wir hier den Magor. Und der befindet sich hier im Allianzlager. Es gibt den gleichen Händler auch nochmal einmal im Hordenlager. Wenn wir uns aber die Allianzversion der Toys kaufen, dann kriegen wir automatisch auch die Hordenversion. Ich werde das euch gleich zeigen. Ich habe mir die jetzt gerade schon mal gekauft und angeguckt, ob man dementsprechend die auch außerhalb von Ashran benutzen kann. Das geht nicht, weil sie klingen im ersten Moment recht gut. Und zwar haben wir die Blankets Blockflöte. Und wenn wir die aktivieren, spielt eine anziehende Melodie, die örtliche Fauna herbeiruft und euch im Kampf gegen andere Spielercharakter innerhalb von 60 Meter beisteht. Klingt ganz cool und toll, was uns quasi freundliche NPCs gibt, die mitkämpfen. Funktioniert leider nur in Ashran und ihr müsst, um das einsetzen zu können, respektvoll bei Würmbarns Vorhut sein und ich glaube bei der Horde war es Vol'jin Speer oder so ähnlich ist die Fraktion. Heißt, wenn ihr das hier im BG einsetzen wollt, dann braucht ihr dementsprechend den Ruf. Genau, sonst könnt ihr das Ding auch nicht einsetzen. Und dann haben wir das andere hier noch und zwar haben wir noch die Spieluhr. Und bei ihr ist es ähnlich, stößt einen besänftigen Klang in Richtung aller gegnerischen Kreaturen innerhalb von 30 Meter aus, sodass die Reichweite, in der sie die Gegner euch wahrnehmen, verringert wird. Hört sich sehr, sehr cool an, auch außerhalb vom BG. Hier steht nichts dran, dass man in Ashran sein muss. Ich habe es gerade mit dem Twink außerhalb vom BG getestet, man kann es nicht usen, heißt es funktioniert nur im BG und dann ist natürlich der Einsatzbereich relativ gering. Wenn ihr natürlich hier öfter das BG spielt, dann ist es recht nice. So, jetzt gibt es die gleiche Flöte nochmal auf der Hordenseite. Die bekommt ihr gleich mit. Wenn wir jetzt hier mal alle Toys einsetzen, Ashran, dann seht ihr, ich habe drei neue Toys. Einmal die Spieluhr und dann haben wir einmal hier, genau, Vol'jin Speer, das ist die Horden-Variante und dann einmal die Allianz-Variante. Und ja, ihr müsst quasi einfach nur queuen, kommt direkt hier raus, lauft 5 Meter und hier habt ihr quasi den Händler. Bei der Horde, ich schätze, es wird nicht anders sein, da wird der Händler halt auch hier ziemlich in der Nähe rumstehen. Genau, das war es eigentlich auch schon. Als kleinen Hinweis kann ich euch noch was anderes mitgeben, wenn ihr eh schon BGs queued, also Epic-BGs, um Toys zu kriegen. Es gibt noch zwei weitere Toys und Epic-BGs und zwar hier die aus dem Alterac Valley, das sind auch zwei Toys. Könnt ihr euch auch bei einer Fraktion die quasi kaufen und müsstet ihr auch beide bekommen. Also wenn ihr im Alterac Valley landet, lieft nicht gleich. Hier könnt ihr diese holen. Dazu werde ich aber auch nochmal ein eigenes Video machen, sobald ich da dran bin. Und ja, dann sehen wir uns gerne wieder, wenn ihr da Lust habt. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.